Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark. Wahrscheinlich Shorty. Ich bin hier auf der Insel Totopia. Und auch hier, wie auf den anderen Inseln bisher, gibt es Quests. Hier ist es nur eine, aber es ist eine Kettenquest. Und schauen wir mal, was Moja... Oh. Diese Namen, da kriegst du echt Zustände. Aber egal. Nein, nicht egal, sage ich jedes Mal. Aber eigentlich ärgert es mich. Das ist so infantil. Aber wahrscheinlich gibt es auch da eine Klientel dafür. Schauen wir mal, was Mayo Mayo für uns hat. Hoch, wer bist du? Bist du ein Reisender? Nein, ich bin ein Gartenzwerg. Ich stehe schon die ganze Zeit hier. Ich habe gerade etwas Faszinierendes gesehen. Der Tiger da drüben spricht unsere Sprache. Er sagte mir, dass ich seinen Platz frei machen soll. Das ist mein Ernst. Versuch selbst mit ihm zu sprechen, wenn du es mir nicht glaubst. Sagt nix. Ich habe ihn wirklich sprechen gehört. Oh wow, nun sieh mal einer an. Er täuscht vor, nicht sprechen zu können. Hey Tiger. Er täuscht. Ich hatte vor, euch alle zu ignorieren, weil ihr so unhöflich seid. Aber ich schätze, du bist in Ordnung. Aber dieser kleine Kobold, obwohl er kaum so groß ist wie ein ordentlicher Happen, ist dein Mundwerk umso größer. Ja, die gehen mir auch immer auf den Senkel. Du kannst ihn ruhig fressen, wenn du willst. Ich habe da kein Problem mit. Hey, geh einfach weiter. Ich werde dem kleinen Unhold gleich eine Lektion erteilen. Das klingt doch schon mal vernünftig. Um den Streit zu schlichten. Wahrscheinlich reden. Oder? Weil Sprich gibt es nicht. Ja. Auch wieder Fehler in der Quest. Mein Gott, ist da wirklich nicht so schwer, so eine geschissene Quest einfach nochmal zu kontrollieren, bevor man sie online nimmt. Was ist das für ein Müll teilweise? Bah, dieser rücksichtslose kleine Mistkerl. Ich halte mich nur wegen dir zurück. Ich werde jetzt schlafen. Stürm mich ja nicht noch einmal, sonst wirst du es bereuen. Okay. Mayo Mayo, siehst du? Ich hatte recht, was? Dieser Tiger hört nicht auf zu plappern. Wie ist das nur möglich? Was ist das für eine Insel? Erlaube mich... mich vorzustellen. Ich bin Mayo Mayo, der Moorrübenforscher. Ich bin kurz von meinem Schiff an Land gegangen, weil ich von Weitem diese wunderschöne Insel gesehen habe. Und was glaubst du, ist passiert? Ein Tiger hat mit mir gesprochen. Das ist eine fantastische Entdeckung. Ich, Mayo Mayo, muss untersuchen, wie es kommt, dass die Tiere der Sprache mächtig sind. Möchtest du dich mir anschließen und mir helfen? Ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen. Warten wir es mal ab. Stehendes Pferd. Ja, stehendes Pferd. Wow, gut, dass sie das hingeschrieben haben. Ich habe gedacht, es fliegt hier durch die Gegend. Meine Fresse. Ganz ehrlich. Warum starrst du mich so an? Weil du ein stehendes Pferd bist. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich erwarte ja fliegende Pferde oder schwimmende Pferde oder sich einbuddelnde Pferde. Aber stehende Pferde, das ist echt der Hammer. Liegt es daran, dass du zum ersten Mal ein sprechendes Pferd siehst? Nein, wie gesagt, es ist, weil du stehst. Es ist noch nicht lange her, seit ich zu sprechen gelernt habe, aber ich kann an euren Gesichtern sehen, dass das ungewöhnlich ist. Totopia ist ein freies Land, das Kreaturen jeder Art offen steht, aber man muss sich an ein paar wichtige Regeln halten. Wenn ihr euch in Totopia aufhalten wollt, solltet ihr euch von denjenigen helfen lassen, die schon länger hier leben. Ein stehendes Pferd. Okay. Vorbeikommender Mungo. Nee, der kommt nicht vorbei. Der steht einfach nur da. Was sind das für Namen? Mama hat immer gesagt, man soll nicht mit Fremden reden. Besonders nicht mit Matrosen. Wiedersehen. Ja, unhöflicher kleiner Mungo. Was sagst du? Du bist keiner von diesen Kerlen? Du möchtest wissen, wie ich das sprechen gelernt habe? Das weiß ich nicht. Eines Tages konnte ich es einfach. Du kannst dich
doch auch nicht daran erinnern, wann du mit dem Sprechen begonnen hast, oder? Warum besuchst du nicht Rakunius, den weisen Ältesten von Toptopia? Ich bin sicher, dass er dir die Antwort geben kann, nach der du suchst. Ja, dann kann er mir erklären, warum es ein wow, stehendes Pferd gibt. Das ist der absolute Hammer. Also, kleine Flughörnchen. Das ist eine Insel namens Totopia. Das habe ich jetzt mittlerweile schon mitgekriegt. Von zwei und vierbeinern Freiheit und wo zwei und vierbeiner Freiheit und Gleichheit genießen dürfen. Du musst verblüfft sein, dass die Tiere sprechen können. Jeder kann hier sprechen. Einige Reisende laufen schreiend davon, wenn sie es herausfinden. Nämlich interessiert, von was der Tiger lebt. Tut er seine sprechenden Kollegen essen? Ich meine ja nur. Nur so eine Frage in den Raum gestellt. Du solltest keine Schwierigkeiten haben, dich hier zurechtzufinden, solange du dich an ein paar Regeln hältst. Der einzigste Unterschied zwischen zwei und Vierbeinern liegt in ihrer Form, nicht in ihren Fähigkeiten. Es ist unhöflich, einer anderen Spezies gegenüber Vorurteile zu haben oder über sie in Stereotypen zu denken. Und nun denn, ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt auf Totopia. Nee, ich krieg einen Zuckerschock. Ich krieg gerade wieder einen Zuckerschock bei solchen Quests. Aber ich hab's zumindest Teil 1 überstanden. Das ist die Einführungsquest hier auf Totopia. Und wie man sieht, gibt es dann zumindest im Nachgang noch eine zweite Quest. Die sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch diese Quest gefallen, auch mit oder ohne Zuckerschock, vielleicht habt ihr Insulin bereit liegen, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ja, das wäre ganz toll. Oder ja, ganz super wäre natürlich, wenn ihr den Channel abonniert und Kommentare hinterlasst, Kritik, Lob oder nur Hallo. Alles erwünscht. Ansonsten sieht man sich hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye und immer schön gesund bleiben. Ciao. Das war die falsche Tastenkombination. Die hier wollte ich.